So ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder ungeschminkt. Ich muss gestehen, ich habe Ewigkeit mit mir gerungen, ob ich heute was filmen soll oder nicht. Auf dem Plan habe ich heute einige stehen, deswegen habe ich jetzt doch die Kamera in die Hand genommen. Allerdings fühle ich mich nicht so sehr danach, denn ich habe gestern, ich glaube, 4 Stunden am Stück geheult, bevor ich schlafen gegangen bin. Es ist nichts Schlimmes, also es ist so nichts Schlimmes passiert. Ich wollte gestern, weil ich wirklich so viel von meiner To-Do-Liste abgearbeitet habe die letzten Tage, wollte ich unbedingt die Bilder der Kinder bestellen. Und eigentlich mache ich das nur einmal im Jahr, dass ich dann alles gesammelt einmal bestelle und dann in Fotoalben und sowas einstecke. Letztes Jahr kam ich noch nicht dazu, weil ich zu viel auf der To-Do-Liste stehen hatte. Dieses Jahr wollte ich es ändern und wollte deshalb anfangen. Und dann hatte ich festgestellt, dass ich auf beiden Festplatten, auf die ich meine Bilder packe, der eine Ordner komplett leer ist. Also er ist nicht leer, die Dateien sind da, die sind aber alle auf 0 KB. Und ja, ich habe gestern einen halben Nervenzusammenbruch gehabt. Das sind 2800 Bilder in einer Zeitspanne von circa 8 Monaten. Wir konnten das eingrenzen anhand der anderen Ordner, wenn wir reingeguckt haben. Alex hat da irgendwas versucht gestern zu reparieren und hat sich da irgendwelche Programme runtergeladen. Ich habe keine Ahnung, ob das geklappt hat. Das sieht eher nicht danach aus. Dementsprechend habe ich heute so einen Kopf. Ich habe auch schon eine Toilette genommen. Ich hoffe, es wird gleich besser. Da ich heute allerdings so viel geplant habe, heute ist Sonntag, die Kinder sind nicht da. Das heißt, ich kann eigentlich viel schaffen. Das Erste, womit wir anfangen werden, ist das Essen. Ich habe Hunger und wir haben zwar Reste im Kühlschrank, ich will aber was anderes essen. Und deswegen beginnen wir heute damit. Als Nächstes begeben wir uns dann an die Wäsche und ich habe wieder einiges. Denn am 30. und 31. habe ich die ganze Kleidung meiner Mutter aussortiert. Wir haben, ich glaube, ungefähr 20 blaue Säcke voller Kleidung fürs Mutter-Kind-Zentrum fertig gepackt. Und ich weiß, meine Mutter hätte sich sehr gefreut, wenn es irgendeiner sozialen Einrichtung gespendet worden wäre. Worauf ich auf jeden Fall hinaus wollte, ich quatsche heute ein bisschen viel. Ich habe ein bisschen was von meiner Mutter halt auch mitgenommen, weil ich gemerkt habe, einige Sachen hatte sie für uns mit rausgepackt, sowohl für Victor als auch für mich oder auch für die Kinder. Das hat sie immer im Laufe des Jahres gemacht, wenn sie was gekauft hat, um dann Geschenke zu haben für irgendwelche Feiertage oder auch zwischendurch. Und die muss ich erstmal durchwaschen und das ist einiges. Also ist nach dem Essen die Wäsche und nach der Wäsche kommt dann hier das Aufräumen, das Abdekorieren, das Abnehmen der Dekoration. Falls ihr irgendwas braucht, schnappt es euch jetzt, pausiert das Video und kommt danach wieder, denn wir haben einiges zu tun heute. Wir machen heute übrigens eine schnelle China-Pfanne und zwar eine wirklich sehr, sehr schnelle und sehr, sehr einfache. Dazu müssen wir jetzt erstmal das Wasser da hinten salzen, dann diese Nudeln hier kochen lassen 5 Minuten und dann kommen sie auch schon in die Pfanne. Das heißt, wir machen alles irgendwie parallel. Wir hatten gestern Kartoffeln aus dem Ofen und Hähnchen und es ist noch ein bisschen was an Hähnchen über. Davon werde ich ein bisschen was zurechtschnibbeln und mit in die Pfanne packen. So, mein Essen ist fertig. Ich esse jetzt auch ohne Alex. Er hat geschrieben, er hat keinen Hunger. Ich soll schon mal ohne ihn loslegen. Er ist nämlich noch immer bei seinen Eltern. So sieht das Ganze aus. Und wir werden jetzt mal probieren. Ich bin schon gespannt. Ich probiere es das erste Mal. Es ist wirklich lecker und so wie ich es mag. Es ist knoblauchig, es ist säuerlich von der Zitrone. Es fehlt trotzdem ein bisschen was an Sojasauce, finde ich. Aber es ist cremig durch die Schlagsahne.
total meins und ich habe ein bisschen was von dem alten Essen wiederverwertet, was ich ganz gut finde. Und ja, ich werde jetzt erstmal essen und dann sehen wir uns gleich bei der Wäsche wieder. Das kennt ihr ja inzwischen. Das Spiel sieht genauso aus wie immer. Wie gesagt, das hier muss alles durchgewaschen werden. Und das hier nehmen wir jetzt erstmal ab. Es sind heute auch nur 4 Wäscheleien. Baby, let's go, nothing serious, baby, wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Mm-hmm. Everyone always keep falling in love again. What's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by, someone save me. For I pass out, I'm too lonely to be done. I'm a drink at this page. To be someone else, I would, and like all of you. Mm-mm. I know that I'm obvious, forget I made this way, but why didn't I stay when I had the chance? Maybe it will pass by, someone save me. For a pass out, I'm too lonely to be done in my drink at this pace. I could say I was finally over you, but that's not the truth. Mm-mm. Denkt euch jetzt mal das Chaos hier im Flur weg, das werden wir noch aufräumen. Alex hat gerade den Staubsaugroboter hier angeschlossen. Das hier war übrigens vorher ein Lichtschalter für draußen und er hat irgendwas damit gemacht und hat es jetzt zu einer Steckdose gemacht. Wie nennt man das? Steckdose. Nein, ich meine, wenn du es von dem Schalter zur Steckdose machst. Ich habe es einfach umgebaut. Okay. Den Schalter weggemacht und die Steckdose einfach installiert. Okay, gut. Naja, das werden wir auf jeden Fall heute mal ausprobieren. Ich denke, heute Abend wahrscheinlich. Vielleicht auch erst morgen früh mal sehen. Und wie ihr sehen könnt, ist das Esszimmer ziemlich sauber. Für unsere Verhältnisse wirklich schon sehr. Wir haben nämlich immer nur so zwei Zustände. Entweder ist es total dreckig, weil niemand was abgeräumt hat, oder ist es total sauber, weil man halt sauber gemacht hat. Wir haben heute so ein Zwischending. Und ja, das werde ich nur noch abräumen, dann den Tisch wischen und dann sind wir hier im Esszimmer fertig. We should work it out before I'm too invested. I should probably ask you all my questions, get to know you better. How can you be trusted?
take it slow. Work things out so you don't let me go. When I come real close, I don't wanna get hurt. Cause I'm not ready to give you my heart yet. Before I'm too invested, I should probably ask ya, ask you all my questions, get to know you better. Before I'm too invested, I should probably ask ya, ask you all my questions, get to know you better. Auch in der Küche haben wir heute nicht allzu viel, wie ihr sehen könnt. So ein bisschen das Geschirr vom Essen. Unser Essen muss gleich weggeräumt werden. Und ansonsten kommt eigentlich alles in die Spülmaschine bis auf die Pfanne. Aber die wasche ich dann auch gleich.
watch the sun go down over the same old town like so many times before. We look at the same old stars, battle the same old wars like so many times before. And I know that we're not perfect, but I'm gonna miss all that we had. Yeah, I know that we're not perfect, but I need this night for the last time. Stay, stay. Know you're gone in the morning, but I'll be okay if you stay. Stay. Know you're gone in the morning, but I'll be okay if you stay. If you stay. Know you're gone in the morning, but I'll be okay. We were never meant to last, but all the fun times we had, I'll never forget. We will always share a bond, no matter what, 'cause you have a piece of my heart. And I know that we're not perfect, but I'm gonna miss all that we had. Im Flur liegt jetzt noch hier die saubere Wäsche. Das sind die Jacken und die Schneeanzüge der Kinder. Ich muss momentan, ich glaube, einmal die Woche Jacken und Schneeanzüge waschen. Hier muss nur ein bisschen was weggeräumt werden. Da sind auch wieder Mäntel und Jacken und sowas. Und halt das bisschen hier vorne. Und dann sind wir durch. Die ganze Deko habe ich bereits abgehangen. Das hier sieht übrigens auch total leer aus. Hier kommt jetzt in der nächsten Zeit die Frühlingsdeko rauf. Ich habe noch keine Ahnung, was da genau hinkommt. Und hier drüben hin werde ich auch wieder was hinhängen. Alex meint auch, das sieht viel zu weiß jetzt da vorne aus und viel zu leer. Diesen hier haben wir verkauft. Da kommt noch mal jemand, den abzuholen. Und ja, dann wollen wir mal. Im letzten Zimmer für den heutigen Tag wischen wir nur mal schnell mit dem Feuchttuch das Waschbecken ab und auch die Toilette, denn ich habe keine Zeit mehr. Die Kinder sind in 5 Minuten wahrscheinlich zu Hause, deswegen muss ich mich ranhalten. It struck me like lightning. You broke my chains and released me. And days turn into nights on the couch in your apartment. No, I am not the same. Everything has changed. Every day, 24/7, you call my name. And I will come running, yeah, every day. 24/7, yeah. Jetzt bekommt ihr die Nachheraufnahmen und ich muss gestehen, ohne Deko sieht das Ganze hier so leer aus. Wir müssen auf jeden Fall so ein bisschen Grünzeugs und Bilder und sowas kaufen. In der Küche, das werdet ihr kennen, die Handtücher hängen hier noch zum Trocknen. Die kommen danach in diesen Schrank hier. Und ansonsten sieht aber alles wieder tipptopp aus. So, der Flur ist jetzt aufgeräumt. Wie ihr sehen könnt, liegt hier nichts mehr rum. Den haben wir ja heute installiert, das habe ich euch ja gezeigt. Der ist noch nicht gefahren, das macht er wahrscheinlich erst morgen. Dieser Stuhl kommt definitiv weg, wahrscheinlich auf den Dachboden, wenn der ausgebaut ist. Bis dahin wird er wahrscheinlich auf den Dachboden entweder gebunkert werden oder halt in der Garage, mal sehen. So, das letzte Zimmer ist geschafft.
Das Waschbecken und die Toilette haben wir einmal gewischt. Da drin ist immer noch die WC-Flüssigkeit. Die lasse ich noch einwirken. Das gesamte Bad riecht so gut, gerade nach Himbeere. Und ja, das lasse ich einwirken und werde das so in ungefähr 10 Minuten anfangen zu schrubben. Bis dahin sind bloß die Kinder schon wieder zu Hause, deswegen bin ich froh, dass ich hiermit fertig bin. Und ja, das war's für heute. So ihr Lieben, wir haben es geschafft. Ich bin so glücklich, dass ich mich heute doch dazu entschlossen habe zu filmen, auch wenn ich nicht gerade sehr geeignet dafür ausgesehen habe. Aber dafür ist mein gesamtes Erdgeschoss fertig. Oben hatten wir ja sowieso keine Deko. Das heißt, es ist jetzt hier so weit vorbereitet, dass ich für euch ein Deko-Video mal wieder filmen kann. Ich weiß allerdings noch nicht wann. Also macht euch jetzt keine Hoffnung, dass ihr nächste Woche ein Deko-Video kriegt. Das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Und ja, das einzige Zimmer, was wir heute nicht geschafft haben, ist das Spielzimmer. Und das sieht chaotisch aus. Also ihr wisst ja, wie dieses Spielzimmer normalerweise aussieht. Es ist noch schlimmer als sonst. Daran mache ich mich heute nicht. Das werden die Kinder gleich machen müssen, wenn sie wieder zu Hause sind. Darauf hatte ich heute keine Lust. Und auch keine Zeit, sind wir ehrlich. Wir haben viel geschafft. Und ja, das Einzige, was ich jetzt noch machen werde, die Kinder werden definitiv jede Minute reinkommen. Ich werde die Wäsche schnell aufhängen und eine neue Ladung stellen. Und dann bringen wir die Kinder auch schon zum Baden. Und das war's dann auch. Dann verbringen wir nur noch den restlichen Tag gemeinsam. Wahrscheinlich werden wir malen, noch Abendbrot essen und dann gehen die Kinder auch schon ins Bett. So, ich hoffe, ihr habt fleißig mitgeputzt. Wenn nicht, dann hoffe ich, dass das Video euch Motivation gegeben hat. Ich muss gestehen, heute hätte ich mir wirklich ein Video angucken müssen, damit es mich selbst motiviert. Aber es hat ja am Ende nochmal geklappt. So, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr wieder Lust habt. Bis dahin. Tschüssi.